Große Enthüllungen innerhalb der Mannschaft von Werder Bremen. Alle waren überrascht. Ole Werner eröffnete das Spiel. Schauen Sie, was er über Marco Friedl gesagt hat. Sind Sie damit einverstanden? Bevor wir fortfahren, stellen Sie sicher, dass Sie den Kanal abonniert haben, damit Sie die nächsten Updates von Werder nicht verpassen. Werder Bremen erlebte am Sonntag einen Albtraum mit einer 2:4 Niederlage gegen Aufsteiger Heidenheim. Eine führende Rolle spielte dabei Marco Friedl. Der Österreicher wurde nach einer mehr als instabilen ersten Halbzeit ausgewechselt. Bisher nichts Besonderes, aber Friedl ist Bremens Kapitän. Daher ist weiterhin mit Diskussionen um die Weser zu rechnen. Das einzig Gute an Friedls Leistung gegen Heidenheim ist, dass nach 45 Minuten alles vorbei war. Der Verteidiger hatte einen schrecklichen Tag und war maßgeblich daran beteiligt, 2 Gegentore zu kassieren. Trainer Ole Werner traf die sportlich absolut berechtigte Entscheidung, seinen Kapitän neben Anthony Jung und David Kownacki vom Feld zu nehmen, auch wenn dies die Niederlage nicht verhindern konnte. Ole Werner versuchte, die Aufregung um den Kapitän nicht unnötig zu steigern und schützte ihn gewissermaßen. Schauen Sie sich einfach an, was Ole Werner gesagt hat. Im Moment geht es nie darum, dass diese Menschen die einzigen sind, die Probleme haben. Stattdessen braucht es eine andere Energie auf dem Feld. Ich denke, gerade beim zweiten Gegentor kommt es darauf an, in welche Situation wir uns begeben und wie wir uns schützen. Es ist nicht so einfach, die Dinge im 1:1 gegen Heidenheims Spieler mit großer Geschwindigkeit zu klären. Auch Friedl wollte der Werder-Trainer nicht nur das Negative sehen lassen. Er trägt die Binde schon lange und hat bereits 2 sehr gute Spiele gegen Mainz und Freiburg gemacht. Allerdings hatte der Österreicher in der zweiten Saisonhälfte auch einige schwächere Spiele und scheint mit der Verantwortung als Kapitän zu kämpfen zu haben. Es ist unklar, ob Friedl Gefahr läuft, seine Position zu verlieren, er muss seine Leistung jedoch schnellstmöglich stabilisieren. Man darf nicht vergessen, dass mit Milos Veljkovic zuletzt ein sehr ordentlicher Innenverteidiger auf der Bank saß und auf seine Chance wartete. Sollte die reguläre Vakanz enden, könnte das Kapitänsamt schneller als erwartet geklärt werden. Und bist du ein Fan von Werder Bremen? Was haltet ihr von all dem? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und wir sehen uns im nächsten Video.